Und wir warten nur noch auf den Hartmann. Nein, den Andi auch noch. René, wirst du doch angreifen diese Runde? Ja. Ich stunne ihn damit mit dem Angriff. Ah, ja, genau. Nein, nein, warte. Ja, du stunst ihn spät. So. Ich stunne ihn sehr spät, ja. Passt. Okay, stopp, ich muss doch noch eine andere Karte auswählen. Ich habe keine sinnvolle Karte, das ist traurig. Draußen. Okay. Ja, das ist einer der Vorteile, wenn man wenig Karten hat, so wie ich. Es wird repetitiv. Ja, genau. Es ist relativ simpel. Das muss ich zugeben. Es ist bei weitem angenehmer als beim Hartmann. Okay. Passt. Cool. 10, 21, 16. Offensichtlich. Müssen wir bei Hand ziehen jetzt. Müssen wir bei Hand ziehen. Was heißt? Ich bin vor. 34. Oh, der greift gar nicht plus 1 an und verwundet. Das tut aber was gut. Jo. Na gut. Fange ich an. Herr Bruce, also ich spiele zuerst von Wall of Doom, die unten drei Hälfte. Ja, leg's aus. Kriegst plus 1 auf alle Angriffe. Ist eh nur ein Angriff. Und jetzt mache ich den Attack 3 und den Disarm. Attack 4. Ja. Also Attack 4. Er ist vergiftet. Ah ja, genau. Attack 5 ist jetzt dann geworden. Mhm. Damit ist er auf 27. Mhm. Und disarmt. Okay. Und er ist schon hingelegt. Disarmt, genau. Habe ich schon hingelegt. Dann bin ich dran. Ja. Ich verwende meine Power Potion, hätte nochmal plus 1 Attack dazu. Ja? Oh, du hast Böses vor, ich sehe schon. Die Power Potion willst nicht eher aufheben für irgendeinen AOE-Angriff? Weil der eine Unterschied ist, glaube ich, nicht so. Ja. Gut, vielleicht bringen wir irgendwann mehrere Monster und okay, da könntest du recht haben. Okay, du hast okay, einen Angriff von 9. Ja. Der ist vergiftet. Okay, Angriff 9. Also ich knalle ihm eins vor den Latz. Auf den Latz. Die Karte. Meine Karte. Achtung. Plus 0. Schade. Hätte mal 2 gehabt. Ach, ich bin wieder bei den Falschen. Okay, 9 Schaden und 3 Erfahrung. Genau, dann schaut. Ich tue ihn runter auf 18. Puh, bist du deppert. So. Autsch, der Bär weg. Sagt Autsch. Moment. Und die untere und Hälfte von. Ich verwende die untere Hälfte von Brumming Advance. Also, ich habe zuerst Naturenergie verbraucht durch den Angriff. Ja, das ist immer so, ja. Ja, und jetzt bewege ich mich zwei Felder. Ich erzeuge am Ende der Runde erst. Bewege mich daher. Mhm. Und erzeuge. Ja, habe ich schon gemacht. All adjacent allies, aber erst nach dem Move. Passt. Genau. Ja. Warum bist du nicht hier? Achso, nein, passt. Du würdest immer einen von uns an Schaden zufügen, das willst du nicht. Ja. Jetzt ist okay. Der Bär dran. Der Bär, der will angreifen, aber bleibt stehen, wo er ist. Ja, ich gebe das Disarm weg. Und das war der Bär. Der muss gemischt werden dann, oder? Ja. Ja. Mhm. Aber es ist gut, dass er Wound zum Angriff bekommen hat, dass er sowieso hat. Doppelwund, genau. Ja. Ich lege Potent Potables die obere Hälfte aus, dass meine Heilaktionen ab jetzt einen Bonus kriegen. Mhm. Und bei der unteren Hälfte, die habe ich einfach, da habe ich keinen guten Plan gehabt, da kann ich mir jetzt zwei Felder bewegen. Wegbewegen vielleicht? Das werde ich wahrscheinlich auch machen. Denk dran, du musst die nächste Runde immobilisieren. Nein, nächste Runde ist ein Stunt. Also Stunt, genau. Genau. Aber er könnte ihn später... Nächste Runde müssen wir... Oder wieder spät, genau. Nein, ich lasse die Karte verfallen.
bleib neben ihm, er wird eh stunt sein, das werden wir. Ich mach einfach nichts. Ich meine, ich könnte ihn auch immobilisieren, noch gerne, gell? Sag's so. Na gut, ich nehme. Ja, ich habe auch noch einen Stun-Angriff. Die Move-Action vom Reviving Aether. Aether, glaube ich, oder? Ich überlege nur gerade, wo ich mich hinbewege. Ja, ja. Rein theoretisch könnte ich zwar da hinten stehen bleiben, weil ich habe eine Range 3 mit dem Angriff, aber um ehrlich zu sein, ich will eigentlich näher rankommen. Vielleicht daher. Ich arbeite sonst eh mit dem Cracker zusammen, vielleicht funktioniert das auch mit dem Brute. Und ich setze die Eagle Eye Goggles einfach ein für das Cold Fire. Das ist zwar nur ein Attack 1, aber es ist Feuermagie da, das heißt es ist Attack 3. Und da wir auch Eisenergie haben, ist es ein Stun-Attack. Oh ja. Das heißt, es ist Attack 4 mit dem Wound. Mit der Wound. Und wie schon gesagt, ich setze die Eagle Eye Goggles ein. 4 mit dem Poison meinst du, ne? Ja, 4 mit dem Poison. Aber nicht Wound, Entschuldigung. Nein, es ist ein Angriff 6, weil du Crackling Air hast. Ah ja, genau. Ha, die habe ich total vergessen. Es tut mir leid. Und es ist ein Angriff 7. Durch nein, das haben wir schon, das Poison haben wir schon berücksichtigt. Nein, nein, 7 durch den Attack Modifier. Ja. Mhm. Das heißt, er kriegt 7 Schaden. Wahnsinn, er ist auf 11. Mit einem Attack 1 im Übrigen. Der arme Bär weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Zack, zack. Er hat sich einmal zwei Felder bewegt, das ist alles, was er bis jetzt tun durfte. Ich verstehe schon, warum er angry ist, wie es in der Beschreibung steht. Ja, der ist ziemlich sauer. Wir haben es wirklich geschafft, alle Elemente jetzt sinnvoll einzusetzen. Aber wir sind zu gut. Die Runde ist fertig. Okay. Und er ist gestunt. Er geht gestunt in die nächste Runde. Mhm. Ich könnte spät dran sein. Ich glaube, wir killen ihn jetzt, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, ich halte es nicht drauf. Achso, warte, am Ende der Runde, wo wir ihn killen, passiert wieder etwas. Genau. Nein, es ist die nächste Sache. Eine taktische Frage. Können wir so. Haben wir noch Energie eigentlich? Warte mal. Taktische Frage. Nein, jetzt haben wir Erde. Die hat er nicht erzeugt, sonst nichts. Ja. Wollen wir es so hinbiegen, dass wir ihn jetzt nicht killen, sondern noch so lange Crowd controllen, dass die meisten von uns eine Long Rest machen konnten? Oder wollen wir ihn gleich killen und schauen, was passiert? Also nein, ich hab dann noch zwei. Killen wir ihn, bitte. Kill ihn, der okay, ist zu gefährlich mit dem Bund und so, das ist ja eine gute Idee. Okay. Brauchst du die Erdenergie, Michi? Schau grad. Hä? Ich schau grad. Okay. Wahnsinn, das ist echt ein kurzer Prozess. Aber er ist allein, da wir sind zu viert, alles klar. Ja. Kann einem richtig leid tun. Das ist sicher einer von diesen Bären, die in Bulgarien angekettet irgendwo rumhängen. Ich kann nicht mal mein Reptiliate einsetzen. Ich sag's mal so, wenn du dadurch mehr Schaden machst, wenn du die Naturmagie verwendest. Ja, ich mach einen Punkt mehr Schaden, also so gesehen. Ich meine, es macht natürlich mehr Schaden, aber es ist überschaubar. Bist du früh dran oder eher spät? Ich könnte extrem früh dran sein. Ja, das ist nicht nötig. Ich frage nur, ob du. Ich überlege gerade, warte mal. Ich kann sogar zweimal angreifen, sehe ich gerade. Wenn ich das so mache. Soll ich sehr früh dran sein? Nein, sehr früh brauchst du nicht dran sein. Ja. Warte mal, wer Crowd Control ist jetzt? Also ich mache keine Crowd Control. Niemand? Killen. Weil wir ihn killen. Oder wenn wir nicht killen, muss dann halt nächste Runde jemand früh Crowd Control. Für diese also Runde Herrschaften, ich greife ihn jetzt zweimal an. Und wenn er 11 Lebenspunkte hat, wenn ja. Ich zwei die Runde Angriffe überlebt. Mache. Ich greife ihn auch nullmal an. Ja, ich glaube auch nicht. Ja. Das Supere ist, ich habe so viele Heal-Karten. Der kann mich auch gerade fast ziemlich. Aber man weiß nicht, was kommt. Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, wir haben alle, gell? Okay. 74. 78. Hey, Michi, der ist auch nach mir dran. Und der Bär. Ja, wurscht, was er macht, weil er. Er ist stunned.
Das heißt, er macht eh nichts diese Runde. Nein, er wird, glaube ich, nicht noch mal drankommen, wenn ich mir die Karten von euch. Also ich mache jetzt mal einen Angriff 5. Unstoppable Charge. Ach, servus. Mhm. Ist ja. Angriff 6 mit seinem Angriff 7. Und wird seiner 7. Oh, er hat dann noch 4 Leben. Das hat er ja noch überlebt. Ja. Und ich habe einen. Ich krieg einen Erfahrung. Naja, die Frage ist, ob ich mich jetzt wegbewege. Mhm. Ja. Naja, sieht es dann, der macht eh nichts. Ja, er wird nichts machen, ja. Er wird wahrscheinlich tot sein, aber beweg dich weg. Weg. Okay. René, kill ihn. Gut, zuerst einmal greife ich mit der oberen Hälfte von Mana Bolt an. Das ist mit der Erdenergie ein 3er Schaden. Das heißt mit seiner Verletzung ein 4er Schaden. Schauen wir mal. 6er Angriff, weil du 6er, genau. Ja, ein 6er Angriff. Also ich mache 6 Schaden. Erfahrung. Er ist tot. Er ist tot. Das war's. Kommst du tot hier? So, da legen wir eine Münze hin. Das ging aber erstaunlich leicht. Und schnell. Ja, das ist irgendwie. Das war, ja. Und dann bewege ich mich 2 Felder hierher. Ja, du gleich die Münze passt, ja? Bah, ich bin so eine Kröte, das ist unglaublich. Das ist. Warum? Du hast ihn gekillt, du darfst dir auch die Münze nehmen. Warum hat ein Bär eine Münze? Das, ja, das ist kein Bär, das ist das Fell, genau. Das ist was wert. Super, der Spellweaver macht sich sofort daran, den Bär zu häuten. Ja, genau, ich stehe genau in der Mitte. Ich will gar nicht wissen, was als nächstes passiert. So, der Bär ist leider nicht mehr dran, der Faul holt nur noch. Ich mache die obere Hälfte von Harmless Contraption und mache mir einen Decoy. Der weiß, was noch alles passiert. Das gibt mir nachher auch 2 Erfahrungen. Und jetzt frage ich mich, ob ich mich noch 2 Felder bewegen soll. Und ich glaube, ich bewege mich hier in die Ecke. Wer weiß, was kommt. Nur weit weg vom Spellweaver. Der zieht das Unglück an. Vom Crackheart. Vom Crackheart ziehen wir das an. Ich habe ja schon Erfahrung. So, mein Decoy setze ich zuerst auf, wo ich. Nein, warte mal. Nein, ich setze mein Decoy auf. Ich nehme den auch gleich, gell? Eigentlich erst am Schluss der Runde, oder? Ja, nein am Schluss meines Zuges, oder? Neben mich, okay. Ich werde mich bewegen. Oh. Ja, ich bewege mich. Ich bewege mich weg. Ich kriege 2 Erfahrungen. Juhu. So. Kann ich auch nichts mehr angreifen. Ich kann noch eins weitergeben. Ja. Kannst du überhaupt was tun? Ja, ich bewege mich um ein Feld von deinem Decoy weg. Ja, danke. Mach das jetzt, ja? Mach das jetzt einfach. Ich nehme mich daher. Mit welcher Karte auch immer. Ja. Mach nichts. Das war's in Frage. Mhm. René, liest du gut. Vor, was bei 1 passiert? Er ist weil tot. Warte mal, da steht Read 1. Mhm. Mhm. Gut. The crowd gasps as the bear falls to the ground dead, overcome by its wounds. You breath a sigh of relief, looking over the impressed crowd. You see a small female orchid in white robes emerge from under an awning and stare down at you. You feel her gaze penetrate your soul. They can take more, she says simply, and then returns to her seat. Nein, können sie nicht! The crowd gasps again as cages around the perimeter of the pit are opened, releasing a number of deadly drakes. Spawn 2 vicious drakes at A and 2 spitting drakes at B. Ah, okay. Es gibt 2 Punkte A und B. Das sind alle Elite. Ja. die sind alle Elite. Ja, all spawns are normal for 2 the vicious drakes. Alle beide Elite. Or spawns Elite for 4 characters at the end of the round in which the last Drake dies, read 2. Mhm. Warte mal, ja. Sind die Spitting Drakes? Das dauert jetzt eine Minute, wer eine kurze Pause machen will, bitte. Ja, ich kann rauchen. Bis gleich. Spitting Drakes.
Und das sind dann quasi Level 2. Das heißt, die Position in der Mitte war gar nicht einmal so blöd von mir. Für diesen Angriff vor allem. Warte mal, der Spitting Track will genau dahin, wo ich stehe. Bei mir ist es halt neben dir. Nein, den schiebe ich da in die Ecke. Schieben? Naja. Nein, ja, doch. Du hast recht. Da schon. Kann ich Ihnen vielleicht eine Falle schieben. Muss man noch anschauen. Ich glaube schon. Was können denn die? Muss man mal anschauen. Was sind die Level 2, oder? Ja, Level 2. Oh, die machen auch Wounds. Puh. Aber die halten ja, weit weniger aus. Das, die kennen wir schon. Und die machen Muddle. Oh, und sie entfernen Angriff. Zumindest der Spitting Tray. Elite sind sie, da können sie 10 legen. Mhm. Und die haben 9, bist du doof. Okay, jeder hat einen Drachen, mit dem er sich beschäftigt. Tatsächlich greife ich in der ersten Runde gleich 3 an. Ja, ja, ich bin wirklich ein Angeber, das ist unfassbar. Ja. Gott. Und keiner hat ein Schild? Wozu habe ich diesen Piercing? Ja, für nix. Für 30 Gold habe ich ihn. Spawnen die auch Geld oder nicht? Ich glaube nicht, nein. Wieso nicht? Ich weiß nicht, am Anfang des Szenarios dauern. Sie sind jetzt gespawnt. Buh. Was später gespawnt wird, lässt keine Münzen fallen. Ja. Sind reingeschoben worden von irgendwem? Wieso steht der auf meiner Seite und nicht auf der vom Decoy? Ich bin. Ach, also ja, weil du ihn dort hingestellt hast. Du hättest ihn genauso gut da herstellen können. Das ist genauso weit weg von dem Feld. Ich muss mal anschauen, was mir lieber ist. Ich meine, da herzustellen hätte schon den Vorteil, weil auch der Crackhard näher rankommt. Ja, mach ich. Ich meine, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es für dich blöd ist, aber du kannst ja wohl an deinem Decoy wahrscheinlich vorbeigehen, oder? Ja, kann ich. Ja. Außerdem greift er meinen Decoy vorher an, weil der vor mir die Initiative hat. Das ist angenehm, dafür habe ich ihn ja gebaut. Wir sollten zuerst die erledigen, die Wounds machen, oder? Nein, ich stelle ihn doch da her. Ich stelle ihn doch da her. Bei Wounds sind irgendwie doof. Ja, ich glaube, das ist gut, wenn man die wegkriegt. Obwohl ich so viel Heilung habe, dass wahrscheinlich Wounds nicht sehr viel ausmachen werden, weil ich ziemlich schnell alles wieder heile, was verwundet ist. Mhm. Gut, ich bin auch gleich wieder da. Ich hole mir nur irgendwas zum Naschen. Ich bin ein schlechter Mensch. Das schaut ja gut aus bis jetzt. Sehr souverän. Aber nach den Drakes ist noch nicht aus, gell? Da sind Spankolems liegen auch noch da. Ja, genau. Ja. Außerdem steht da noch am Ende der Runde, in für einen kurzen Drake killen, lesen wir dann weiter was vor. Also es kommt noch was, ja. Gut. Für einen kurzen. Für einen kurzen Moment
hatte ich die Brombeeren in der Hand, die wir heute gepflückt haben. Kinder und ich waren im Wald und haben einen Haufen Brombeeren mit heimgenommen. Ich habe mich dann aber doch für die nicht so gesunde Variante entschieden. Was? Aus dem machst du morgen einen Kuchen. Ja, wir haben schon heute einen Kuchen gemacht, aber es sind ein paar übrig geblieben. Okay, Karten auslegen. Warte mal, ich habe mir die Drachen noch gar nicht genau angeschaut, was tun die so alles. Random Drake hat einen Angriff von 5! Nahkampfangriff. Kann man einer Natur Energie erzeugen? Nein, außer indem ich meinen Trank verwende. Aber den hebe ich mir auf für den zweiten Durchgang Crackling Air, glaube ich. Lieber. Außer du brauchst ihn unbedingt. Oder dann klärst du ihn wieder näher ab. Ne, ich möchte die Wunde nicht bekommen und ich könnte ihn weggehen und immobilisieren. Warte mal, ich kann es auch anders machen. Ja, ich kann es anders machen. Ich werde ordentlich angegriffen während der Runde, aber es lässt sich vermeiden. Spitting Drake haut auch mit 5, die hauen beide mit 5. Der Spitting Drake hat Fernkampfangriff. Du könntest versuchen, dich hinter mir zu verstecken. Ja, hinter deinem Decoy zu verstecken. Nein, das ist feig. Hast du ihn nicht deswegen? Ja, du hast. Ich habe da noch eine Packung Ildefonso. Die schaut so aus, als wäre sie voll. Und zwar deswegen, weil man die Ildefonso, die Verpackung, wieder neu zusammenfalten kann. Ich finde das super. Das ist jetzt im Übrigen gerade Schleichwerbung, die ich da gerade mache. Nein, versucht's das mal. Ich habe gerade einen Rekord gesetzt. Ich bin da voll. Was? Indem ich irgendwas gesagt habe, was absolut unnötig ist? Richtig, noch mehr als sonst. Ich gehe mal aus dem Ring. Versucht es einmal, wenn ihr ein Ildefonso habt, packt es aus und zwar macht es schonend, dann könnt ihr das nämlich wieder zusammenfalten und wenn ihr das zurück in die Packung gebt, schaut so aus, als wäre die Packung noch voll, obwohl die Ildefonsos schon alle aufgegessen sind. Der Trick ist es dann herauszufinden, welche Ildefonsos ihr schon gegessen habt, damit man nicht eines rausnimmt, das man schon gegessen hat. Darum geht es nämlich. Es geht darum, seine Kinder reinzulegen, wenn die Kinder die Packung nehmen und ein Ildefonso rausnehmen wollen und dann finden sie nur ein leeres Packerl. Entschuldigt, bei mir dauert es noch im Zug ein bisschen, weil dann mein Hirn leert. Aber schau, Hartmann, ich habe auch gleich einen Spruch aus diesem Ding. Nicht wer wenig hat, sondern wer viel wünscht, ist arm. Tut mir leid. Ich muss auch schauen, was also der Michi ist auch noch nicht fertig. Ist der Michi überhaupt da? Ja, ich bin da. Okay. Ja. Aber der Decoy wird irgendwo anders hin. Na, es ist okay. Mein Decoy, ich glaube, ich mache das eher auf langsam. Also wenn irgendjemand Feuerenergie braucht, produziert die jetzt. Aber sehr spät erst, leider. Ich werde jetzt mal einstecken. Ja. Ich hab's. Ha. Ja, ich auch. Auf geht's. Warte mal, die Karten liegen verkehrt rum. So. Jöder René, jetzt seid ihr alle urspät dran. Na, ich kann nicht dafür, ich habe keine schnelleren Karten mehr gehabt. Alles gut. Wow, das Spitting Drake, das Stand auf Entfernung, das ist ja voll brutal. Zum Glück ist er nach mir dran. Ja. Die Rending Drakes wollen zwei Ziele angreifen. Brr. Das ist nicht nett von ihnen. Aber Melee, oder? Ja. Ja.
gut. Bewegen ja, sich da. Nur zwei Felder, das ist gut. Der kommt nämlich momentan nur bis zum René. Ich werde den einen, den Dreier, blockieren, ja. Also der wird sich nicht. Der Andi fängt dann an. Ja. Nein, ich fange an, entschuldige. Ich habe 20, ich fange an. Ja, mein Plan war eigentlich ein anderer. Stimmt, die machen Fernkampf auf 4. Macht sie nur hinter dann. Also. Ja, ich schau. Ich habe auf jeden Fall die obere Hälfte von Stunshot auslegen. Das heißt, ich kann einen stunnen. Die Frage ist, ich könnte mich nämlich wegbewegen. Naja, übrigens, mein Summon fängt an. Entschuldige, bevor ich was mache, ist mein Summon dran. Der kommt nicht hin zu dem Splitting Drag 3, deswegen sucht er sich einen anderen Fokus. Und das ist mit zwei Feldern Entfernung der Rending Drag 3 hier unten. Und zu dem bewegt er sich hin. Wie ja. weit kann er sich bewegen? Zwei Felder. Ach. Du kannst ihm Schaden machen. Du kannst ihm Schaden machen. Der ist dazu da, um Schaden einzustecken. Ja. Selbst Friendly Fire. So, und jetzt ist die Frage, wen ich stunnen soll, weil ich habe eine Bewegung 2 parat, mit Jump allenfalls, wenn es notwendig ist, und dann einen Angriff auf Reichweite 3. Also ich erreiche relativ viel mit meinem Stun-Angriff. Jetzt müsst ihr mir ein bisschen helfen. Wen wollen wir da am ehesten gestunnt haben? Das Ding. Die Spitting Drakes. Also wäre ich hier in der Ecke stunnen. Und da wäre ich gleich da stehen bleiben, wo ich bin, weil dann kann sich dieser Speeding Drake nie wegbewegen und muss nur mit Disadvantage mich angreifen. Ich meine, ich greife ihn jetzt auch mit Disadvantage an, wobei... Ja, nein, ich mache einfach diesen Angriff mit Disadvantage. Ein Angriff 1 und Disadvantage geht schon. Erste Karte ist ein +0 und zweite Karte ist ein +0. Er kriegt einen Schaden, das ist die Nummer 3. Splitting Drake 3 geht runter auf. Netterweise haben die alle kein Schild und so Zeug. Ja, also sie sollten zumindest halbwegs schnell vor sich hin sterben. Mein Zug. Naja, stopp, jetzt. Ja, ich bleib da stehen, habe ich gesagt. Okay, passt, dann ist mein Zug abgeschlossen. Oder warte mal, stopp, nein, noch nicht. Hypothetisch könnte ich den Postkarte. Ja, mir mit 8 Schaden. Das ist wahrscheinlich sehr gut, ja. Ja. Das nimmt zwar eine Heal-Karte weg. Ja, das machen wir. Nimm dir die Karte wieder auf die Hand zurück. Übrigens, René. Hier steht, es heißt Recover bei Karten und bei Gegenständen ist das Verb ein anderes. Das ja, heißt dann nicht Recover, ich habe es vorhin auch gelesen. Ja. Gut, dann habe ich die Karte verloren, aber zwei Erfahrungen gewonnen und ich bin fertig und nach mir ist der Andi dran. Yep. Juggernaut bewege ich mich eins vorwärts und dann mache ich einen Attack 3. Du machst dann mal einen Attack 2 mit von Juggernaut. Nein, ich nehme die Bewegung unten. So. Das mache ich deshalb, damit ich keinen Eye-Attack habe. Ja, Ande, jetzt lag jetzt wieder daran, du solltest immer sagen, ich verwende die untere Hälfte von Juggernaut, um mich einfällt zu bewegen, dann ist das nämlich klar. So war es missverständlich und nachvollziehbar. Ich, dachte, du hast einen Combo-Angriff draus gemacht, alles klar. Ja. Nee, das bringt's nicht. Okay, dann mach den Angriff 3. Okay, 4. Ja. Der geht runter von 10 auf 6. Der wird sich aber fürchterlich rächen an dir. Ich krieg eine Erfahrung. Den anderen interessiert das alles nicht. Ich krieg eine Erfahrung. Naja, den greife ich eh an. Wer weiß, ob der noch steht nachher. Mit 41 ist wohl der Michael als nächstes dran. Ja. Und der kommt sogar nach mir dran. Rock Tunnel. Die dann greife ich fest an. Bring einmal über ihn drüber. Warte mal. Oh ja. Einmal über ihn drüber. Zwei, das ist wie so immobilized. 3, 4, 5.
dastehen bleiben. Kannst du ihn töten? Weil ich würde dann